Herzlich willkommen bei 50 Ways to Leave the Crisis. Da sind wir wieder, die vorerst letzte Sendung vor einer kleinen Sommerpause, die wir, glaube ich, alle benötigen. Stell dir vor, es ist Schule und jeder will hin, gemeinsam die Schule von morgen gestalten. Das war der Slogan, mit dem wir für Schule das Bildungswesen eigentlich aufgemischt hat mit einer simple Idee. Wir machen ein Hackathon für Schulen. Viele haben sich gefragt, wie soll das gehen? Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler, ja, die sind gerade zu Hause, aber das funktioniert doch nicht. Die Initiatorinnen und Initiatoren waren ganz anderer Meinung, zu Recht, weil es gibt eine ganze Menge von kreativen Köpfen im schulischen Umfeld und sie haben es einfach gemacht. Und wir wollen heute darüber reden, wie es denn so gemacht wurde, wie es funktioniert und was können wir daraus lernen. Und bei mir ist, da freue ich mich besonders, Verena Paus. Du hast das Ganze mit initiiert. Ich winke schon mal rüber. Hallo Verena. Hallo Thomas. Ja, da sind wir nun. Ich habe das mitgemacht. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Dann sah ich die Anmeldezahlen. Über 6.000, also die Zahl nochmal, über 6.000 Leute haben eine Woche Zeit gespendet, tatsächlich auch wirklich viel Zeit gespendet im Juni, um was zu tun. Was war die Grundidee? Die Grundidee war eigentlich zu sagen, dass die letzten Monate für alle, ob das Lehrkräfte waren oder Eltern oder die Schüler und Schülerinnen selber, ja, ein absoluter Neuzustand. Jeder hat sich plötzlich auf andere Art und Weise mit dem Schulsystem und Bildung beschäftigt. Und dann haben wir so gedacht, was wäre, wenn man diese ganze Energie, zum Teil war es ja auch negative Energie, weil einen Sachen gestört haben, zum Teil war es positive Energie, weil man gesehen hat, was alles möglich ist, wenn wir diese ganze Energie in etwas kanalisieren, wo dann wirklich was draus entstehen kann, was bleibt. Weil natürlich die Sorge irgendwo war, dass jetzt gerade ganz viel möglich ist und dann sitzen vielleicht alle irgendwann wieder in der Schule und dann hat man vergessen, dass man doch eigentlich auch mal ein bisschen mutiger sein könnte. Und insofern war die Idee von Wir für Schule, dass wir doch einfach mal die Schule von morgen neu denken. Das finde ich eine fantastische Idee. Einer meiner Leitsprüche, kommt man ja noch drauf, dream, don't fix, also wirklich neu denken. Ja. Entsteht denn jetzt aus so einer Woche mit viel, viel, viel Engagement tatsächlich so ein Stück neue Lernkultur? Also das Engagement muss man wirklich einmal hervorheben. Wir hatten 240 ehrenamtliche Helfer und die haben mehr gemacht, als sich mal in irgendeinen Slack-Kanal oder in einen Zoom-Call einzuwählen. Ja, die haben richtig mitgearbeitet. Und dass du 240 Menschen gewinnst, die du noch nie gesehen hast, mit denen du noch nie ein persönliches Gespräch hattest, die alles geben, das war für mich so einer dieser Momente der Krise, wo ich dachte, wir sind einfach viel besser, als wir denken. Und dann fragst du dich ja, okay, und was passiert am letzten Tag des Hackathon, wenn so ein bisschen die Energie verpufft, wenn alle platt sind, wenn man sagt, jetzt haben wir alles gegeben, ist dann nicht sozusagen so eine Art Katerstimmung aus, ach, es ist ja irgendwie doch alles wie vorher. Und ich glaube, weil wir davor selber so Angst hatten, haben wir uns darauf von Anfang an konzentriert zu sagen, wie kann es ein Post-Hackathon-Team geben? Wie können wir die Projekte, die entstanden sind und weitermachen wollen, verstetigen? Mhm. Wie können wir also mit jemandem wie Project Together zusammenarbeiten, dem Solution Enabler von Wir versus Virus? Wie können wir Kräfte bündeln, damit das nicht wieder verpufft? Also insofern kann ich Stand heute sagen, alle 15 Gewinnerteams sind weiter am Start. Wir haben ein irres Post-Hackathon-Team. Und es kommen jeden Tag neue Anmeldungen zum Slack-Kanal nach dem Motto, kann man bei euch noch irgendwie mitmachen? Also das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja selber in dem Slack-Kanal-Experte mit drin und nutze ihn immer noch. Ich nutze sonst das nicht so häufig, aber ich bin immer noch begeistert und denke mir, wow, das geht tatsächlich weiter. Mhm. Es gab eine ganze Menge von technischen Dingen, die ihr da auch implementiert habt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da sind alle irgendwie durchgeflutscht. Das war nicht simpel. Nee. Und 250 Leute im Orga-Team, das muss man sich dann auch einfach anschauen, wenn man selber vielleicht sowas machen kann. Ja. Es gibt auch Kritik. Natürlich gibt es immer Kritik. Wer was tut, wer sich bewegt, kriegt Kritik. So. Einige sagen, hey, das ist ja viel zu wirtschaftsnah ausgerichtet. Ihr habt ja viel zu wenig Lehrer in der Jury. Ihr baut doch so eine Art Legitimation am Ende des Tages. Und dann sind noch die Startups dabei, aber die werden doch eh schon gefundet, eh nur von den ganz Großen. Wie geht ihr mit dieser Kritik um, die ja auch so ein bisschen Engagement wieder runterdrückt, vor allen Dingen bei eurem Team?
Ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen, wie du sagst, wenn du dich aus der Deckung wagst, dann wird es immer Menschen geben, die erstmal auch den Fehler finden. Und vielleicht mal so entlang der Punkte, die du genannt hast. Also zum einen war es uns von Anfang an wichtig, dass die Sache im Vordergrund steht. Das heißt, wenn es wirtschaftsnah genannt wird, also weder gab es irgendwelche Firmen, die auf Slack Vertrieb machen durften, noch haben unsere Unterstützer, die für die Post oder für die Gewinnerteams Geld gegeben haben, irgendeine Bühne bekommen. Noch würde ich sagen, dass Startups im Bildungsbereich eh schon super gefundet sind. Also meine Erfahrung der letzten 5 Jahre ist, dass in den Bildungsbereich gerade bei Startups viel zu wenig Geld fließt und Risikokapital. Da machen wir lieber was anderes, was schneller skaliert, als da in so einem Föderalismus-System uns rumzubewegen. Mhm. Und ich glaube, wir waren extrem transparent. Also ich und Max und ich waren nicht Teil der Jurys. Unsere Jury hatte 56 Menschen, von denen waren alle gleichmäßig Lehrer, Schüler, Vertreter aus der Wirtschaft, Bildungsschaffende. Wir hatten, wie gesagt, auch die Schüler mit in den Jurys. Also ich bin selber ein kritischer Mensch und ich nehme auch mir Kritik zu Herzen, aber ich glaube, as good as it gets. Du machst immer ein paar Fehler und ja, immer kannst du nächstes Mal was besser machen. Aber Wir für Schule war schon echt ein Beispiel dafür, wie über 1300 Lehrer und Lehrerinnen mitmachen, 1000 Schüler und Schülerinnen und die sehr diverse Gruppe. Nächstes Jahr wird es noch besser, aber ich glaube, für den Start war das schon ein ganz guter Aufschlag. Also vielen Dank dafür. Dann kann die eine oder andere Tageszeitung ja auch gerne mal lustige Dinge dazu sagen. Sollen sie auch tun. Ist ja auch wichtig, in bestimmte Dinge kritisch reinzuschauen. Gerade das Thema der Transparenz hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich hatte einige wirklich schöne Erlebnisse und auch sehr witzige Erlebnisse, weil man ja manchmal in so eine Zoom-Konferenz einfach reingestolpert ist, war dann drin und sagte, ich kenne die alle gar nicht. Und dann hatten sie doch eine ganz spannende Diskussion. Ich erinnere mich an ein, zwei Sachen und das ist spannend. Und ich bin tatsächlich mit einem Team noch fest im Austausch, wo wir jetzt auch ein bisschen vorangehen. Also wirklich eine ganz großartige Geschichte. Jetzt fragen sich alle, viele haben natürlich auch die Ergebnisse gesehen, also langsam. Also ihr habt jetzt sehr zielorientiert gearbeitet. Das unterscheidet euch auch von manch anderer sehr offenen Veranstaltung, die danach sich immer fragt, wie geht's weiter? Ihr habt zielorientiert gearbeitet, ihr habt Projekte ausgewählt, ich glaube 15. Mhm. Kannst du noch mal kurz was zu den 15 sagen? Musst nicht alle nennen, aber vielleicht gibt es ein paar, wo du sagst, das sind so Ideen, die dich auch mitgenommen haben. Ja, total. Also genau, bei den 15, die kamen so zustande, wir hatten 9 Themenfelder und insgesamt 216 Projekte in den 9 Themenfelder. Und dann haben wir immer gesagt, alle 15 Projekte ein Gewinner, damit Themenfelder, die besonders viele Projekte hatten, auch sozusagen repräsentiert sind und nicht zum Beispiel ein Gewinner pro Themenfeld. Also so ist diese Zahl 15 zustande gekommen. Und dann haben wir bei den 15 sozusagen gesagt, und die fördern wir jetzt besonders. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen 201 nicht fördern. Also es gibt auch viele unter den anderen, die jetzt voll weitermachen, die sich zum Beispiel jetzt auch bei Wirkung hoch 100 bewerben vom Stifterverband oder bei Hack the Summer mitmachen von der Gesellschaft für Informatik. Also es war uns auch irgendwie wichtig, dass es Schnittstellen zu Dingen gibt, die es ja auch gibt. Und man da jetzt nicht sagt, da dürft ihr jetzt aber nicht mitmachen, weil ihr habt ja schon bei uns mitgemacht. Und vielleicht mal so ein paar Beispiele, die mich beeindruckt haben. Also der Friday, das war ja ein eigenes Themenfeld von Margaret Rassfeld, weil ich einfach ein Riesenfan von Menschen wie Margaret Rassfeld sind, die seit Jahrzehnten für Bildung kämpfen, die immer wieder neue Ideen bringen und die einfach mit dem Friday so viel Energie freigesetzt haben. Und da sind in dem Bereich halt ganz konkrete Projekte entstanden, wie man diesen Friday jetzt mit Leben füllen kann. Das ist sozusagen, liegt mir am Herzen. Dann gibt es ein Projekt, das heißt In Data We Trust. Das finde ich auch so wichtig, weil die Deutschen und ihr Datenschutz und gerade dann noch an der Schnittstelle zur Schule ist ja auch ein schönes Thema. Und In Data We Trust vermittelt mit innovativen Methoden einfach mal, was ist denn eigentlich Data und KI? Und jetzt hören wir doch mal mit Buzzwords auf und erzählen mal wirklich. Und wie kann man also diese Themen, die immer so ein bisschen umfahren werden in der Schule, wie kann man da mal mehr Transparenz reinbringen? Dann gibt es sowas wie Routes to Fly, was einfach da ansetzt, wenn Lehrer und Lehrerinnen keinen IT-Support kriegen und da sozusagen alleingelassen sind mit, hier ist dein Gerät, kannst du was draufladen, hoffentlich geht's auch an und den Rest musst du dir irgendwie selber zusammensuchen.
wie sollen sie dann noch ihren Unterricht vorbereiten und noch auf alle anderen Sachen eingehen, die Teil ihres Alltags sind? Also insofern auch aus meiner Sicht ein super wichtiges und schönes Projekt. Und vielleicht als letztes als Beispiel das Corporation Café, was einfach zum Ziel hat, den Austausch zwischen Lehrer und Lehrerin zu institutionalisieren. Also zu sagen, so ein Slack-Kanal wie unser Wir für Schule-Kanal, der ist ja jetzt zufällig entstanden. Und wie kann man so eine Plattform den Lehrer und Lehrerinnen bieten? Denn irgendwer weiß bestimmt die Antwort. Ich muss nur gut fragen können und schnell eine Antwort finden können. Und das ist so ein bisschen das Ziel von Corporation Café. Also das mal so vier beispielhaft für, was da unter den Gewinnern dabei ist. Vielen, vielen Dank. Alles vier ganz, ganz spannende Themen. Gerade beim Friday würde ich mich sehr freuen, wenn die liebe Margaret Ratzfeld ein bisschen mehr sich dem Digitalen öffnet, was ja darüber auch passiert. Da ist sie immer so ein bisschen skeptisch und Herr Hüther auch. Das war meine große Hoffnung, dass sie da ein bisschen sozusagen sagt, da ist ja doch was drin, gibt sowas wie Kultur der Digitalität. Und die anderen Themen top aktuell auch heute Patriot Act gekippt. Großes Problem, wieder Datenschutz neu hochgekocht, wieder alle ängstlich. Also ich finde das ganz wunderbar und ich glaube auch daran, dass die Projekte wirklich was bewirken können. Wie unterstützt ihr sie jetzt? Ihr sagt immer, ihr fördert sie. Also macht ihr Coachings, gebt ihr Geld? Was ist ganz konkret jetzt von Wir für Schule das Unterstützungsangebot für die Sieger? Also ganz konkret im ersten Schritt mit Project to getan. Das ist, wie gesagt, der Enabler von Wir versus Virus. Das ist am Ende eine Plattform, wo Mentoring angedockt ist, technische Hilfestellung, dass diese Teams überhaupt weiter arbeiten können miteinander. Ja. Dass es so eine Art kollaborativen Raum gibt. So, und an diesen Raum docken jetzt an Partner, die uns unterstützen und sagen, naja, wir haben zum Beispiel IT-Kapazitäten oder wir haben sozusagen Prozess-Know-how. Wir können euch helfen, wirklich zu definieren, welchen Baustein müsst ihr zuerst bearbeiten, um dann am 15.09. einen Prototyp zu haben. Wir haben auch finanzielle Mittel, die sind jetzt nicht riesengroß, aber die können wir so punktuell einsetzen, dass wir sagen, wenn du jetzt irgendeine Software brauchst oder irgendwas Spezielles brauchst, damit es weitergeht, dann kann das über uns laufen. Und ich glaube, Fakt ist, unser Netz, jedes Team anzugucken und zu sagen, was ist jetzt für euch der größte Hebel? Und für den einen mag das sein, Richtung der Community von Lehrermarktplatz Visibilität zu kriegen, dass sie da eine Umfrage starten können unter Lehrer und Lehrerinnen, um dann auch wirklich klar zu haben, was müssen wir hier eigentlich jetzt bauen. Also das kann alles sein, aber das Netzwerk, würde ich sagen, ist der tatsächliche Wert, dass wir einfach jeden genau da andocken, wo schon was ist und wo es möglichst schnell weitergeht. Also es geht nicht nur um das liebe Geld, das braucht man manchmal auch, sondern es geht wirklich um eine Unterstützung an den Stellen, wo oft auch Projekte scheitern, wenn man kein gutes Projektmanagement hat oder auch keine Plattform, wo man dezentral etwas tun kann. Hast du so den, also du kennst die Teams ja gut, sitzen die jetzt alle zukünftig wieder zusammen im Café und doktern da rum oder sind die eigentlich so eine New Worker, dass die da überall verteilt sitzen? Die sind New Worker, weil die ja nicht als Team bei uns angetreten sind und gesagt haben, wir kennen uns seit 5 Jahren, wir unterrichten zusammen oder so und jetzt machen wir hier auch mal mit, sondern die kannten sich ja selber alle auch nicht. Das heißt, da sind ja Teams entstanden, die wohnen 600 Kilometer voneinander entfernt, die werden sich vielleicht niemals treffen. Und das war eben eigentlich das Spannende an diesem Hackathon, dass du im ersten Moment dachtest, es ist ein Nachteil, dass man sich gerade nicht treffen darf. Und wir müssen das jetzt alles über Slack organisieren und es gibt eben nicht den Kickoff in der Turnhalle oder wie man sich so Hackathon so vorstellt. Und im Nachgang denke ich so, es war ein Riesenvorteil, weil du hast mal Grenzen aufgebrochen. Du hast mal gesagt, es ist völlig egal, ob jemand in Baden-Württemberg sitzt und da ist ein anderes Kultusministerium zuständig und so, sondern es geht ja erstmal darum, ohne Barrieren im Kopf loszudenken. Und ich glaube, das ist leichter, wenn du dich virtuell triffst, als wenn du sagst, kommst du zu mir nach Kassel oder Stuttgart oder soll ich zu dir kommen? Und dann ist sofort so eine Wertung drin. Wir haben uns ja in Kassel getroffen. Und also ich glaube, es war eine Riesenstärke, dass von Anfang an alles digital lief. Und so geht das jetzt auch weiter.
Das ist auch meine Vermutung, dass sich da einige Branchen auch tatsächlich umstellen müssen, weil wir haben nämlich jetzt alle was gelernt. Genau. Und ich habe das genauso festgestellt in den vielen, vielen Videocalls, die jetzt auch anstanden, teilweise mit 100 Leuten, wo ich gesagt habe, also wie schön ist das? Wie leicht ist das, eine Frage zu stellen, ohne sichtbar zu werden, einfach mal was rauszuhauen und auch mal kritisch. Also ich glaube, da wird sich was verändern. In Zukunft. Jetzt hast du ein Datum genannt, 15.09. Das war mir gar nicht so präsent. Was können wir erwarten am 15.09.? Na, du hast ja eben gesagt, dass uns vielleicht so ein bisschen unterscheidet, dass wir sehr zielorientiert vorgegangen sind. Und das tun wir ja nicht, weil wir irgendwie sagen, keine Ahnung, das muss ja alles irgendwie seine Richtigkeit und Struktur und so haben, sondern am Ende geht es darum, etwas zu schaffen, was verändert. Der Prozess an sich hat auch Riesenspaß gemacht, aber er soll ein Ergebnis haben. Wir wollen beweisen, dass wenn du ganz viele Menschen in diesem Land fragst, die ganz viele tolle Ideen haben und die arbeiten zusammen, dann kommt auch was raus. Mhm. Und der 15.09. ist der erste Meilenstein für die 15 Gewinnerteams zu sagen, bis dahin habt ihr einen Prototyp fertig, den man verproben kann mit eurer Zielgruppe, wenn das Eltern sind, Lehrer, Schüler, wer auch immer. Und wir dürfen diese Prototypen dann auch präsentieren im BMBF und im Rahmen der KMK. Denn das fand ich jetzt eben auch so toll, dass die Schirmherrschaften, die wir hatten, eben nicht gesagt haben, wir sind da einfach mal auf der Seite, aber hoffentlich müssen wir da nichts tun. Sondern die haben eben im Nachgang auch gesagt, wow, da ist ja richtig Qualität rausgekommen. Das hätten wir gar nicht so gedacht nach irgendwie 5 Tagen Hacken. Mhm. Und da wollen wir auch eine gewisse Wertschätzung zeigen, dass wir auch weiterhin interessiert sind, was damit passiert. Und das wiederum motiviert die Teams zu sagen, na, dann hat es ja Relevanz, ob ich mich weiterentwickle oder nicht. Und insofern ist der 15.09. jetzt der erste Meilenstein zum Prototyp. Und präsentieren heißt dann nicht, dass ihr da alle hintapst ins BMBF und dort irgendwelche Poster aufstellt, sondern es gibt was Digitales wieder, genau. wo man sich die anschauen kann, mitmachen kann bei den Prototypen. Wow. Und genau, und gerade bei der KMK, wenn man dann sagt, da werden die Kultusminister zu einer Konferenz mit eingeladen, einer digitalen Konferenz, dann hat man auch mehr Sichtbarkeit. Also ich glaube, es ist jetzt utopisch zu sagen, man lädt irgendwie 12 Kultusminister irgendwohin ein und hängt Plakate auf. Aber wenn man da eine gute Präsentation der Prototypen online macht und zeigt, wie die sofort in der Schule wirken können, dann verspreche ich mir davon was. Finde ich total spannend. Ich glaube auch 12 Kultusminister oder wie viele auch immer in einen Raum zu bringen, das funktioniert an vielen Stellen schon gar nicht. Aber im virtuellen Raum funktioniert das tatsächlich. Und das finde ich auch eine große Stärke, dass man ganz viele Menschen zumindest zusammen... Zumindest auch meine Hoffnung. Genau. So, und dann habe ich noch eine zweite Frage, das ist sozusagen das von den Siegern. Jetzt habt ihr aber auch eine Community, die ist einfach so entstanden. Ich habe auch die E-Mail bekommen, hallo Thomas, du bist jetzt dabei, Slack, zack, draufgeklickt, drin. Sehr Warte gut. mal ganz kurz, jetzt bin ich in einem Kollaborationsraum, habe mich da zurechtgefunden, sie haben auch lustige Sachen erlebt, also tatsächlich ja alle, sich erstmal alle vorzustellen, dann hat jeder erstmal ein bisschen den Gockel gemacht, da guck mal, ich habe was ganz Tolles für euch und so, ist ja auch in Ordnung. Bleibt die sozusagen das Kollaborationsplattform im Hintergrund oder gibt es Ideen, Eltern, Lehrkräfte, Schüler auch weiter, die da reinzuholen und sie vielleicht, du hast schon ein bisschen was gucken lassen, also da kommen auch weitere Anfragen, also wollt ihr sie weiter pflegen? Ja, unbedingt, weil am Ende ist das Herz, weil du darauf aufsetzend in Zukunft alles machen kannst, dann kannst du sagen, wir für Schule gibt es jetzt jedes Jahr eine Woche an jeder Schule, das ist jetzt fester Bestandteil des Curriculums oder des Lernjahres und dann hast du schon mal die Basis. Außerdem hast du einfach einen Ort, wo du hingehen kannst als Bildungsinteressierter und sagen kannst, da sind Gleichgesinnte, da frage ich mal in die Runde und bevor ich alles doppelt mache, gucke ich mal, ob es das vielleicht schon gibt. Also es ist ein großes Ziel, die am Leben zu halten. Wir haben da auch wirklich tolle Community Manager, die weiterhin pflegen. Wir haben jetzt so Ideen, wie dass wir so ein monatliches Thema setzen und sagen, diesen Monat in der Community geht es ganz besonders darum und bringt euch da gerne ein. Also das muss gar nicht immer so ein offizieller Hackathon sein und nach dem Motto vom 8. bis 12. und jetzt alle, sondern das soll eigentlich so der Ort sein, wo ich, wenn ich an Schule denke und eine neue Idee, statt dass ich die Richtung irgendein Ministerium schicke und im Zweifel nie eine Antwort kriege, habe ich da eine Community, wo ich hoffentlich schnell Feedback kriege. Okay, das heißt, man kann da sich melden. Wie macht man das? Wie ist der Prozess, wenn ich da jetzt teilhaben möchte?
Da gibt es ein Onboarding sozusagen für Neuinteressenten. Im Moment geht es am einfachsten über unsere Website, wenn man da an kontakt@wirfuerschule.de schreibt und sagt, ich möchte da Teil werden. Und wir bauen gerade einen automatisierten Prozess. Warum das nicht ganz trivial ist, ist, weil du natürlich nicht diese Community unterwandern möchtest. Ja, du möchtest nicht, dass es da plötzlich um 800 andere Themen geht und nicht mehr um Bildung. Deswegen musst du irgendwo sicherstellen, dass da Menschen reinkommen, die auch wirklich daran interessiert sind, da mitzuarbeiten und das nicht als Vertriebsplattform oder für andere Themen zu nutzen. Ja. Und genau diesen Prozess, den stellen wir gerade auf. Aber dann ist wirklich die Idee, dass da auch neue Leute dazukommen können, die jetzt beim Hackathon noch nicht dabei waren. Gibt es ein Engagement von dem Betreiber? Also von Slack ist schon so oft genannt worden, ist auch vollkommen in Ordnung. Also gibt es da ein Interesse von dem Betreiber zu sagen, ich möchte das auch gerne bei mir haben? Ich würde gar nicht sagen, dass das ist. Die haben einfach gesagt, ihr dürft das gerne nutzen, kostenfrei, und das ist eine super Sache. Also jetzt auch nicht bis in alle Ewigkeit. Jetzt erstmal, glaube ich, wieder für die nächsten 6 Wochen und dann muss man wieder weiter verhandeln. Aber am Ende, darum geht es ja irgendwie, dass man sagt, wenn es Infrastruktur gibt, die funktioniert, dann lasst uns doch die bitte auch für Dinge nutzen, die uns wirklich voranbringen. Und insofern ist das eine gute Plattform, hat sich als gute Plattform erwiesen. Wir sind aber jetzt auch nicht mit denen verheiratet. Also wenn irgendwer eine tolle andere Lösung präsentiert, ist die auch super, aber im Moment sind wir da. Sehr schön. So, dann haben wir also ein bisschen geguckt, wo wir hergekommen sind, haben ein bisschen in den Hackathon reingeschaut. Jetzt wissen wir, es gibt tolle Ergebnisse. Der 15.09. ist natürlich auch ein idealer Zeitpunkt, weil das Schuljahr dann in allen Bundesländern wieder angefangen hat. Das heißt, es wird auch für Schulen tatsächlich die Möglichkeit geben, Prototypen schon in die Planung mit reinzunehmen. Schaut mal auf die Website, das sind die Sieger. Vielleicht ist ja schon was in euren Planungen auch jetzt, aber viele Schulen sind ja schon fast wieder am Ende der Ferien. Glaubt man nicht, aber fast. Doch, auch hier Berlin ist fast vorbei. Ja, schon die Hälfte haben wir schon. Das habe ich verstanden. Jetzt wollen wir noch ein kleines Stückchen weitergehen. Ein Teil dieser Sendung ist Dream, Don't Fix. Also nicht alles zu reparieren, sondern wirklich sich aufzumachen und nochmal neu zu denken. Das gibt es in allen Bereichen, ob nun im Bereich der Ökologie oder auch in wirtschaftlichen Bereichen und nur noch in der Bildung. Wenn wir also über Schule von morgen sprechen. Was wären so Träume, wo du sagst, du machst so viel, das weiß ich auch, aber nimm uns doch nochmal mit, auch als Mutmacher für Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuschauen. Also wenn man träumen dürfte, dann wäre es so, dieser Pragmatismus klingt so wenig träumerisch, aber dieses Yes, we can, dieses Unideologische, dieses komm, wir machen einfach mal was, wir trauen uns was, wir haben noch nicht alle Antworten, aber wir legen mal los. Also dieser Spirit, wenn wir den einfach so ein bisschen uns beibehalten und sagen, statt dass wir erst darauf warten, dass das Kultusministerium dies und das beschlossen hat und so, fangen wir schon mal an. Und das haben so viele Lehrer und Lehrerinnen bewiesen. Also da gibt es fantastische Beispiele im Netz, auf Instagram und Co., wo man einfach gesehen hat, Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht auch schon seit Jahren das machen, aber bisher nicht so viel Gehör gefunden haben, weil es einfach auch noch nicht so das Thema war, die haben so viele inspiriert, jetzt einfach weiterzumachen. Also das ist so ein Teil, lass mal ein bisschen mutiger werden und lass mal einfach ausprobieren. Der zweite ist, lass mal unbürokratischer sein. Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr so schrecklich viele Medienkonzepte, die jetzt sagen, warum man vielleicht digitale Geräte brauchen könnte. Wir brauchen eigentlich eher, wie setzen wir sie ein? Was wollen wir für Unterricht damit machen? Jetzt kannst du sagen, das steht auch in dem Medienkonzept drin, aber da steht eigentlich eher so ein bisschen in die technischen Gegebenheiten und in welchen Unterricht passt das und so drin. Also das heißt jetzt auch einfach zu sagen, wir haben da diese Digitalpaktmittel und von denen sind halt von 5 Milliarden erst 140 Millionen abgerufen. Jetzt machen wir das vielleicht mal ein bisschen schneller, weil das ja irgendwie die Grundvoraussetzung für vieles ist, was wir uns jetzt da so erträumen, dass überhaupt mal WLAN oder ein Gerät an der Schule vorhanden ist oder Lehrer eine E-Mail-Adresse haben. Also das wäre ein Teil, den man weiter träumen kann, wenn es Infrastruktur gäbe. Womit könnten wir uns dann beschäftigen? Nämlich eigentlich mit den Themen, die uns interessieren. Denn diese digitale Welt oder diese Digitalität ist ja kein Selbstzweck. Es ist ja nicht nach dem Motto, oh, und wenn wir dann alle ein Gerät in der Hand halten, dann ist es guter Unterricht. Sondern, nee, dann geht es ja eigentlich erst los. Und insofern diesen Zustand des jetzt geht es eigentlich erst los, den bitte nicht erst in 5 Jahren, sondern hoffentlich irgendwie in 5 bis 12 Monaten. Das wäre schon mal sehr schön. Und vielleicht als letztes des Träumens,
Die Lehrerfortbildung ist ja ganz stark reglementiert und wo darf ich das machen und wo kriege ich die Punkte und so. Und warum können wir nicht so ein bisschen mehr voneinander lernen, ohne dass erst jemand sagen muss, ja, das dürft ihr und ja, das wird belohnt. Und dieses ins Netz stellen, Best Practice teilen, zeigen, wie es geht, das so ein bisschen einfach in den Vordergrund zu stellen und nicht die ganze Zeit Richtung Lehrerfortbildungsinstitute und so zu gucken und zu sagen, wann seid ihr denn soweit? Die sollen auch hoffentlich so bald soweit sein, aber in der Zwischenzeit können wir schon mal was tun. Und ich glaube, so, wenn das so der Gedanke ist, dass wir auf niemanden warten müssen, dass uns niemand erlauben muss, die Welt von morgen zu denken, sondern dass wir das jetzt einfach mal machen, das wäre mein Dream. Das sind weitreichende Träume, das weißt du. Und absolut. Ich finde, wenn man anschaut, wie viel Geld auch gerade im Thema Lehrerfortbildung umgesetzt wird, dann ist die Idee, die können auch mal so weit sein, eigentlich falsch. Die müssten längst so weit sein. Und deshalb bin ich heute Morgen beinahe wirklich vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass sich das wunderbare Logineo in NRW 2 Wochen Pause gönnt. Das heißt, Lehrer keine dienstlichen E-Mails und gar nichts. Also es sind schon große, große Träume. Aber ihr, und das spüre ich auch, wir haben viele Unterstützer gewonnen, viele Lehrpersonen. Ja, aber müssen die nicht eigentlich in ihre Schule gehen und sagen, wisst ihr was, wir bauen eigentlich eine neue Schule, wir reißen was ein. Muss man auch was einreißen, auch wirklich mutig sein? Unbedingt. Also ich glaube, es ist jetzt die Zeit, ich will es nicht Revolution von unten nennen, aber im Prinzip meine ich das, zu sagen, wir geben uns jetzt mit Dingen nicht mehr zufrieden. Wir gucken nicht mehr zu, wie Dinge nicht funktionieren und wir reißen wirklich mal was ein. Und ob das jetzt Wände sind, weil wir sagen, warum sitzt eigentlich jeder in seinem Klassenraum, können wir nicht einfach mal, wenn wir fächerübergreifenden Unterricht oder gar jahrgangsübergreifenden Unterricht auch mal machen wollen, auch mal das Konzept des Raumes Schule neu denken. Ob das Einreißen ist im Sinne von, was steht da eigentlich alles drin im Lehrplan und wie soll ich da eigentlich noch atmen können, und auch nur irgendwas à la Friday denken können, wenn wir irgendwie die ganze Woche durch den Stoff hecheln und am Ende alle platt sind. Oder ob das Einreißen ist, dass wir uns Dinge zumuten und sagen, wir probieren jetzt mal was aus und da nehme ich auch die Eltern mit in die Pflicht. Da dürfen wir dann auch nicht als Eltern als erstes uns beim Elternabend melden und sagen, also meine Tochter nicht so gerne oder was haben sie genau vor oder mein Sohn möchte da nicht mitmachen, sondern was haben wir denn zu verlieren? Also es wird immer dieses Argument gebracht, die Kinder dürfen keine Versuchskaninchen sein und ist das dann am Ende noch Bildung und so. Also die letzten 4,5 Monate hatte auch keiner irgendwie große Bauchschmerzen. Und das war nun wirklich weit weg von, was wir normalerweise kennen. Dann können wir doch in Zukunft ohne Krise und ohne Druck auch ein bisschen mehr zulassen, ein bisschen mutiger sein. Ja, also wenn Kinder Versuchskaninchen waren an vielen Stellen, dann waren sie es in den letzten Wochen und Monaten leider. Absolut. Und, das ist auch was aufzuholen ist. Siehst du hier private Schulträger weiter vorne oder meinst du, dass wir auch die, sage ich mal, ganz normalen Schulen, die ja in absoluter Überzahl in Deutschland sind, zum Glück aus meiner Sicht, kriegen wir die bewegt oder müssen wir ausweichen, eigentlich neu gründen und wir müssen die bestehenden bewegen. Also die Privatschulträger sind natürlich häufig weiter. Das liegt gar nicht immer nur daran, dass man, wie man denken könnte, die ja auch viel mehr Mittel haben und deswegen können die das ja alles kaufen und so. Also davon, dass du ein Gerät gekauft hast, hast du trotzdem noch keine digitale Transformation der Schule hinbekommen. Aber da sind viele weiter. Aber das kann ja nicht unser Bildungsanspruch sein, dass wir sagen, wir haben irgendwie so eine soziale Schere, die war vorher schon da und jetzt geht die durch digitale Bildung noch weiter auf. Und deswegen ist manchmal so ein Tagtraum von mir, was wäre eigentlich, wenn man mal ein Jahr Schulleiterin macht an einem staatlichen Gymnasium, staatlicher Grundschule und einfach mal guckt, wie schafft man denn so eine Transformation? Weil die ist bestimmt super schwierig. Aber das ist, glaube ich, die Kür. Und nicht zu sagen, ich baue auf der grünen Wiese eine neue Schule und da mache ich von Anfang an alles richtig. Das ist dann schön für diese eine Schule. Aber wir wollen ja eigentlich an die 43.000 Schulen ran, die wir haben. Ja, und wie schön wäre es, wenn jeder Schulleiter in Deutschland auch nur eine gewisse Zeit und wenn es auch nur ein halbes Jahr ist, mal in ein Unternehmen eine Verantwortung übernimmt und einfach mal sieht, dass es das auch nicht einfach ist, aber dass es anders funktioniert und auch, glaube ich, zu spüren, wie viel Freiheit wert ist, aber wie viel unternehmerisches Risiko auch bedeutet, wie unruhig man dann auch schläft, aber aus ganz anderen Gründen. Also das finde ich einen sehr schönen Traum, dass man solchen Austausch eigentlich organisieren müsste. Es ist extrem schwer.
Und wir haben das Problem... Ganz wichtig, nicht sagen... Ja, nee, wir haben nur das Problem, unsere Zeit ist schon wieder um. Wir haben uns... das ging rasend schnell. Ich habe ganz viel Neues mitgenommen und den Mut, den du versprühst, das zeichnet dich auch aus. Ich glaube, den brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Pause. Alle machen Ferien. Das gönne ich gerade jedem, der in dem Bildungsbereich engagiert ist. Und dann höre ich 15.09. Das ist schon wieder volle Power. Also wieder rein und Schule wirklich verändern, dranbleiben. Vielen, vielen Dank, Verena, dass du dir die Zeit genommen hast. Ruh dich auch ein bisschen aus. Das mache ich. Und dann sehen und hören wir uns bestimmt bald wieder. Dankeschön. Ja, tschüss, Thomas. Danke, ne? Tschüss.